Hallo und herzlich willkommen zum Video Pflegetipps Teil 1. Heute geht es um die Venusfliegenfalle, die fleischfressende Pflanze, die wahrscheinlich jeder kennt. Die sehen wir hier. Hier sehen wir noch einen kleinen Steckling, der gerade am Austreiben ist. Die Pflanze kennt wahrscheinlich jeder mit ihren typischen Fallen, mit ihren Klappfallen. Hier sehen wir eine, die am Blühen ist. Und ich wollte euch heute etwas über die Pflege dazu sagen. Die Venusfliegenfalle, die braucht natürlich wie alle anderen Karnivoren auch spezielle Erde. Die Erde kann man im Internet zum Beispiel bestellen oder auch im Baumarkt, Karnivorenerde. Man kann sich die auch selber mischen, dazu gibt es Tipps im Internet. Die sollte immer nass sein, die Erde, denn die Venusfliegenfalle kommt aus dem Sumpf, das sieht man hier auch. Oder aus dem Moor, da sieht man ja auch, dass das nass ist, da sieht man das Wasser. Also es sollte immer nass sein, aber nur mit destilliertem Wasser. Dazu kann man zum Beispiel Wasser in den Untersetzer tun, hier. Die Venusfliegenfalle braucht viel Licht, sonst werden die Blätter ziemlich groß und die Fallen ziemlich klein. Das sieht man leider hier bei mir, weil es ist erst Frühling und es ist draußen noch zu kalt für die Venusfliegenfalle. Und deshalb habe ich die hier drin stehen und das Licht ist zu wenig, deshalb sind die Blätter ziemlich groß und die Fallen ziemlich klein. Deshalb lieber in die Sonne stellen, anstatt drinnen auf der Fensterbank zu haben. Dann Luftfeuchtigkeit ist ja mittelwichtig, würde ich sagen. Ist nicht ganz unwichtig, aber auch nicht überwichtig. Aber ist halt, da fühlt sich die Pflanze wohler. Was auch wichtig ist, ist, dass man nicht den Finger in die Pflanze reinsteckt. Sonst schnappt die zu und die kann ein paar Mal zuschnappen. Und das würde halt der Pflanze schaden, weil sonst das Blatt absterben würde. Das war es soweit. Was noch gesagt werden müsste, war, dass die Venusfliegenfalle auch eine Winterruhe hält, wie viele andere Pflanzen auch, viele andere fleischfressende Pflanzen. Diese sollte ungefähr von Oktober bis März gehalten werden, kann auch kürzer sein, aber sonst erholt sich die Pflanze nicht im Winter und wenn man die in die Winterruhe schickt und dann danach wieder rausholt, dann kommt es bei älteren Pflanzen vor, dass die Blüten bilden, wie hier, und das ist eigentlich auch ganz schön. Noch gerade als Info, wenn man sich fragt, warum die Blüte oder warum der Stängel von der Blüte so lang ist, das ist, damit die Insekten zum Bestäuben nicht von der Pflanze gefressen werden, sonst würde die Pflanze sich ja nicht vermehren. Ich hoffe, dass ich es hinkriege, die zu bestäuben, also selbst zu bestäuben mit einem Pinsel. Dann würde ich auf jeden Fall mal ein Video machen über die Samen und probieren, die zu züchten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr Fragen habt, dann könnt ihr die gerne schreiben in die Kommentare. Und wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Bis dann, ciao.